Heute wollen wir die Schaltung einstellen, denn viele Kunden fragen mich, wie stellt man die Schaltung ein, wenn es hinten rappelt und mal auf dem Trail nicht so funktioniert oder auf der Straße. Dann muss man spätestens zu Hause die Schaltung einstellen und für viele Leute ist das ein Buch mit 7 Siegeln, weil hinten die neuen Ritzel und die Kette und dann klappert's, funktioniert nicht. Deshalb will ich das heute mal zeigen, wie es funktioniert. Und möchte erstmal mit dem Werkzeug anfangen. Mittlerweile kennt man es ja schon, das Gute. Und das Einzige, was wir brauchen, vielleicht, ist der Schraubenzieher. Und wenn die Kabelspannung ganz schlecht ist, brauchen wir noch einen 5er Imbus. Mehr ist nicht nötig. Zuerst mal schauen wir uns mal an, woran wir erkennen, dass die Schaltung nicht richtig funktioniert. Wir schalten also. Hier, man hört schon, es klappert und schaltet wild hin und her. Eigentlich wollte ich jetzt auf dem 3. Ritzel von unten sein, aber es springt einfach wie wild. Oben dürfte es noch schlimmer werden, dann fängt die Kette an zu hüpfen. Oh, und hier schaltet es schon gar nicht mehr richtig. Ganz böse Sache. Okay, also ein echtes Drama, was einem beim Radfahren im Wald wirklich auf die Nerven gehen kann, weil man einfach ins Leere tritt. So, jetzt schauen wir mal an, wie das funktioniert, wie man es richtig einstellt. Und zwar müssen wir uns dazu hinter das Bike stellen und ein paar Sachen zum Schaltwerk wissen. Das da ist das untere Leitröllchen, das ist das obere Leitröllchen. Das hier ist die Schaltung für das kleinste Ritzel, nämlich den schwersten Gang. Und das ist die Einstellschraube für das größte Ritzel, den leichtesten Gang. Diese beiden Einstellschrauben sind nicht dafür da, die Schaltung zu synchronisieren. Die untere Schraube bestimmt, wo das Schaltwerk seine untere Grenze hat. Das heißt, es darf nicht weiter als bis aufs kleinste Ritzel und diese Schraube bremst es dann ab. Die obere Schraube bestimmt, wo es hier oben anhalten soll. Das dazwischen wird festgelegt vom Schalthebel. Der Schalthebel macht nämlich pro Klick, bewegt er das Schaltwerk genau definierte Strecken. Ich glaube, es sind 3,2 mm, aber ich würde nicht drauf wetten wollen. Und das Schaltwerk bewegt sich exakt diese Distanz. Wenn jetzt wie hier die Schaltung nicht richtig funktioniert, liegt das daran, dass das untere Leitröllchen nicht exakt unter dem Ritzel steht. Wir müssen jetzt also durch Justage der Kabelspannung dafür sorgen, dass sich das obere Leitröllchen exakt unter einem dieser Ritzel hier befindet. Und damit wollen wir jetzt mal loslegen. Man fängt an und schaltet aufs kleinste Ritzel runter und klickt zweimal. Eins, zwei. So. Jetzt müsste die Kette eigentlich auf diesem Ritzel sein, sie ist aber eins zu weit hochgerutscht. Das bedeutet, wir stellen uns jetzt hinter das Bike und gucken mal, ob sich unser Schaltröllchen, das obere, exakt unter dem 3. Ritzel befindet. Tut es natürlich nicht. Also müssen wir die Kabelspannung etwas verringern, damit sich das Schaltwerk ein Stückchen nach außen bewegen kann. Und da die modernen Schaltwerke, zumindest die Mountainbike-Schaltwerke, hier keine Kabeleinstellschraube mehr haben, das haben nur Rennradschaltwerke, die übrigens genauso eingestellt werden wie Mountainbike-Schaltwerke, müssen wir am Schalthebel die Kabelspannung regulieren, denn da ist netterweise noch so eine Schraube. Ist natürlich ziemlich blöd gemacht von den Herstellern, weil wenn ich hier dran drehe, kann ich ja da schlecht genau schauen. Aber gut, wir probieren es einfach mal und drehen ein bisschen und gucken mal, was passiert. Aha, noch nichts. Eben hat es geschaltet. Jetzt machen wir den gleichen Versuch nochmal. Eins,
Nein, das war immer noch nicht gut. Stellen uns noch mal hinters Rad. Gucken. Ich habe jetzt zu viel Kabelspannung weggenommen. Jetzt muss ich die Kabelspannung wieder etwas erhöhen. Ein bisschen. Man hört es dann auch. Es fängt an zu rappeln, dann springt es. So, fertig. Schaltwerk ist eingestellt, Kabelspannung stimmt, ich kontrolliere es nochmal. Guck mal drunter, das Ritzel steht genau über dem oberen Schaltröhrchen. Auch das Schaltauge ist nicht krumm, was man natürlich beachten muss, denn wenn die Schaltung sich nicht einstellen lassen will, kann es sein, dass das Schaltauge, an dem das Schaltwerk dranhängt, einen Schlag abbekommen hat und schief steht. In dem Fall hilft natürlich nur Schaltauge auswechseln. Aber hier funktioniert unser Bike wieder prima. Ging ganz einfach. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal und Happy Trails. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Was ihr auch in die Kommentare reinschreiben könnt, ist, was mir auch ganz hilfreich wäre, weil ich will diese Videos jetzt in steter Reihenfolge machen, wöchentlich einmal, wenn es irgendein Thema gibt, was euch interessiert am Bike, wie man was repariert oder einstellt oder sonst irgendwas, schreibt mir bitte einfach einen Kommentar. Ich kann wirklich alles am Fahrrad, das ist überhaupt kein Problem. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr die Videos bewertet. Da kann man ja den Daumen hoch oder den Daumen runter machen. Und was auch schön wäre, wenn es euch interessiert, könnt ihr den Kanal auch abonnieren.